Seit über 30 Jahren ist der Musiksommer St. Leonhard ein fixer Bestandteil im Jahreskreis vieler Kulturliebhaber. Das abwechslungsreiche Programm bietet von Volksmusik über Klassik bis hin zur Moderne eine Vielfalt aus verschiedenen Genres. Man sieht die Kirche hier liegen auf dem Berg. Es ist einfach wunderschön. Es war auf einem Moment im Bus war es still. Alle haben geguckt, spielen wir da? Da spielen wir. Super. Und dann einfach hier reingekommen. Wir haben mal kurz geprobt vor dem Konzert jetzt. Und dann, das hört sich super an. Es ist wunderschön. Auch zu sehen. Echt einfach Wahnsinn. Sehr schön. Von Mitte Juli bis Ende August laden Emma und Horst Hofer zum renommierten und international besetzten Konzertgenuss in die St. Leonhardskirche bei Damsweg und ermöglichen den Konzertbesuchern so den Zugang zu Klängen aus vielen verschiedenen Epochen. Wir haben heuer ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Programm vorbereitet. Wir freuen uns auf sehr viele Künstlerinnen, die zum ersten Mal in den Lungau kommen. Zum Beispiel heute haben wir das Oktett des Royal Konzertgebau Orchesters aus Amsterdam bei uns. Das ist eine große Ehre. Und in der Folge viele weitere Ensembles, die aus verschiedenen Ländern Europas zu uns reisen. Der Herr Hofer bringt so tolle Musik in Lungau und das sind für mich einfach die Lungauer Festspiele. Ich brauche da nicht irgendwo hinfahren, ich muss da sein. Ja, das kann man nicht hoch genug schätzen, also wirklich, was Horst Hofer da leistet mit seinem Netzwerk, dass er das uns da im Lungau zur Verfügung steht und diese wunderbaren Künstlerinnen und Künstler zu uns herbringt, das ist einfach wunderbar.